Die letzte Folge in Part 2 haben wir gelernt, dass die Soldaten wirklich nicht darauf aus sind, uns zu retten. Und ich durfte auch schon meinen ersten Soldaten töten. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Da liegt der vom Soldaten erschossene Wissenschaftler und danach der tote Soldat. Wunderbar. Alle sind noch tot. Dann geht's mal weiter. Als sonst. Mal gucken. Nein, sollte eigentlich passen. Das war dann wohl mein erster Tod. Ich wusste nicht, dass die Fässer explodieren können. Ja, man lernt nie aus, wa? Hätte ich gewusst, dass die Fässer explodieren würden, hätte ich. Aber gut. Nein, nein. Welche Seite muss ich denn jetzt weiter? Sehr praktisch. Hier geht's gar nicht weiter. Na gut. Sonderlich präzise ist das MG ja nicht, aber es tut seinen Dienst, ja? Hab ich ihn erwischt? Ja, die erste Granate hat ihren Dienst getan.
Wunderbar. Sektor clear. Hier muss man jetzt Schwierigkeitsstufe nachgucken. Ich bin mir doch ziemlich sicher, hier haben wir einfach Medium gewählt. Ja, geht wohl. Oh, ein Heli, der ist bestimmt da, mich zu retten. Oh oh. Oh, wir sind an der Oberfläche. Ah, wovon werde ich ja getroffen? Wovon habe ich Elektroschaden bekommen? Ich bin schon zweimal gestorben. Ich werde jetzt auch gleich noch ein drittes Mal sterben, beziehungsweise Schaden kriegen. Ich speichere aber erst. Ich möchte eben wissen, ob das der Zaun war. Ist der dran gekommen? Naja, wenn man da dran kommt, kriegt man 20 Schaden. Oh, das ist sportlich. Naja, jetzt habe ich ein bisschen AGV-Suit verloren, aber ich lade mal nicht neu. Ich finde das, dass ich da was Schaden kriege. Oh. Tornade. Ja, ja, die Soldaten sind hier, um uns alle zu retten. Ach, der lässt wahrscheinlich immer wieder welcher runter, wa? Oh, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Gut, wird er tot. Aus eigener Doofheit. Jetzt habe ich doch meine volle LGV-Suit wieder. Also mal voll. Ja, lass ich oben mal weiter von der Wege runter. Nichts hinter, na gut. Ah, ich krieg mal sogar auf. Zwei Weg nach. Ah ne, da war auch nichts, na gut. Uiuiui. Schön an die Oberfläche gekämpft. Oh, der war aber auch. Sekundenschlaf ist gefährlich, Freunde. Nicht in den Soldatendienst treten und müde in den Soldatendienst treten. Das kostet Leben. Wir haben uns gerade so schön an die Oberfläche gekämpft und müssen jetzt wieder abtauchen. Hi, ey. Ah, ich gucke erstmal weiter. Viele Schächte hier. Ich habe so wenig Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Ah, da kommt man nicht raus, na gut. Kommen wir schon mal runter. Ah, hier waren wir doch vorne schon mal. Das ist doch auch schon eine ganze Weile her, oder nicht? Oh. Da hat sich auch einer retten wollen. Na, hier geht's nicht weiter. Na gut.
gucken, wie geht's weiter. Ja, ich ändere das ja ein bisschen, ne? Ich helfe euch ja, eurem Frust zu begegnen. Kann ich da eine Granate durchschmeißen? Oh ja. Dein Kollege wurde gerade von einer Granate zermürbt. Möchtest du nicht irgendwie reagieren? Naja, gut. Hier geht's auch nicht runter. Hier waren wir vorhin auch schon quasi. Aber wo geht's denn jetzt hin? Von da kommen wir doch jetzt, oder? Ja, von hier kommen wir. Hier geht's auch weiter runter. Muss ich da runter? Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das Ding mich kaputt macht. Ich speichere mal kurz vorher. Nee, das funktioniert. Wunderbar. Kann halt hier lang. Ah, ein bisschen Munition eingesammelt. War jetzt auch nicht schlimm. Ja, erstmal den unteren Eingang. Ah. You might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all. Good luck. Ja, okay. Ah, wir scheinen hier richtig zu sein. Kommt man da noch wieder rein? Ich würde ja noch gerne gucken, was in dem oberen Lüftungsschacht ist. Mal schauen. Ist hier doch bestimmt noch irgendwo Munition, Leben. Ah, Leben habe ich voll, aber irgendwas Tolles ist hier doch bestimmt noch. Ah, ein Dead End. Ah, super. Ich hätte mit etwas mehr gehofft. Na gut, wir haben den Weg gefunden. Durch das Raketensilo, was halt so jede Forschungseinrichtung haben sollte. Und dann in die andere Richtung zum Lambda-Komplex. Ausgewichen. Ich muss der hier vorhin ganz am Anfang hinter der Tür 8 oder 9 Schüsse gebraucht. Der hier 4. Interessant. Oh, ein Ersatz-Crowbar. Kann ich die mitnehmen? Kann ich Crowbar Dual Wield? Das wäre doch auch mal was. Schalter, die ich bestimmt betätigen muss. Dass immer sämtliche Schalter in Videospielen was Positives sind, die eh gedrückt werden müssen. Fällt auf Anhieb gerade kaum einen Schalter ein, der erstmal fatale Folgen hätte. Ich meine nicht, dass ich ja dauernd fatale Folgen mir wünschen würde, aber so ein bisschen reflektierteres auf Schalter drücken. Ein Hund.
Health, aber brauchen wir nicht. Kann man eine Runde Bahn fahren, ne? Ja? Oh gut. Ach, gib mal Gas hier. Ja, ich kill die eben alle. Ich bin einfach zu frackgeil. Knarz. Wahrscheinlich können wir auch einfach durchfahren und die ignorieren, aber. Ups. Sichere Forschungseinrichtung. Und Radiation Safety und so. Das haben wir ja schon im Intro gelernt. Ja, das sind doch Arbeitsumgebungen. Das ist doch schön. Da freut man sich. Ein dritter Arm, den kann man immer gut gebrauchen. Aber wo kommt der denn da hinten schon wieder her? Naja, wir ignorieren ihn diesmal ausnahmsweise. Gut, dass wir einen lustigen Suit haben, der so ziemlich alles von uns abhält. Ups, raus da. Ich dachte, man kann da irgendwie noch. Bleiben wir mal auf dem oberen, man weiß ja nie. Ah, die mögen scheinbar. Die radioaktive Grütze, die wir hier. Das wäre doch was, wenn wir in die andere Dimension unseren Atommüll entsorgen könnten. Das wäre doch. Wir verkaufen denen das was ganz Tolles. Die freuen sich. Und wir haben dann auch noch irgendeinen Benefit. Irgendwas werden die wohl haben, was wir haben wollen. Na, wo bist du denn? Da müsste nur dieses Portal, was wir am Anfang erstellt haben, etwas zuverlässiger gestalten, dass man das steuern kann. Oh, oh. Nein, ich will nicht in die Brühe. Ja, das tut bestimmt weh. Sieht alles etwas ungesund aus. Das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ah, da kann man. Ja, wenn ich jetzt nicht volles Leben und sowas hätte, würde ich es versuchen. Oh nee, lass mal. Kann man wahrscheinlich hier drüber gleiten oder so. Aber das lassen wir mal sein. Wir fühlen uns ja noch recht gesund. Ich finde das Prinzip der Taschenlampe, die leer geht, eigentlich auch ganz cool. Aber sie lädt sich so schnell wieder auf. So sonderlich viel Effekt hat das nicht. Oh. Nee, so nah dran kommen. Ist doch ein MG etwas geeigneter. Vielleicht hätte ich nicht den ganzen Boden wegspringen sollen. Aber gut. Da kann ich das da auch. Das war bestimmt eine sehr gute Idee von mir. Oh, wo werde ich jetzt beschossen? Oh, der hat mich schon gesehen. Na gut. Und weg ist er. Da kann man überall noch überspringen. Sehr gut. Vier Schuss. Die ersten brauchen mehr. Ja.
the damned thing before it grows any larger. Stop! Er klopft hier etwas an und klingt unzufrieden. Das sah überhaupt nicht geskriptet aus. Okay, ich sehe schon, uns fehlen wahrscheinlich diverse Rohstoffe, das Ding da rauszusprengen. Ja, trotzdem bricht bei mir aus. Ich glaube aber, dass dieses Segment länger dauern könnte als 10 Minuten. Mache ich eine längere Folge oder mache ich hier einen Break? Ach, ich mache eine längere Folge. Lässiges Kill. Das war bestimmt kein Wink mit dem Zaunpfeil. Wieso rennst du denn raus, wenn Leute hier hinterherkommen? Du bist doch pfiffig. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal speichern und dann schmeiße ich dir mal irgendwie eine Granate entgegen. Ja gut, das so viel dazu. Ich schließe das mal, das stört ja erstmal wieder. Ich glaube, ich würde das Ding gerne mal testweise sprengen, aber. Mal einen Schritt zurück. Nicht viel gebracht. Bringen wir erstmal die Kiste da vorne weg. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das alle ging hier. Okay. Den Part hätten wir geschafft. Hier gibt es scheinbar Treibstoff und Sauerstoff. Schuss, okay. Wir gehen beide in die Richtung. Kann man da durch? Nein, gut, müssen wir runter. Ach, da war noch einer. Ich hätte auch mal hinhören können. Den Schalter oder was? Nee, doch nicht. War das jetzt Tod Nummer 4? Naja. Wieso habe ich nur so wenig Muni? Naja. Ich dachte, das wäre auch noch irgendeine radioaktive Grütze. Ne, da geht's nicht lang.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da durchpasse. Ich habe mich vorhin schon mal geirrt. Vielleicht hätte ich da durchspringen. Man kann sich da ausmachen. Vielleicht muss ich da durchgehen, bevor der wieder schnell wird. Ja, halt mal eben an. Ich habe ihn nicht angekriegt. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Ach, das war wieder warten, mal. Ja, das hat uns schon mal gezeigt, dass wir da nicht anders hochkommen. Ja, halt mal an. Genau, und jetzt. Oh, jetzt haben wir es auch geschafft, oder? Wir haben hier Granaten gefunden. Müssen wir eigentlich mal irgendwas hier aktivieren oder sowas? Oder eine Granate hier reinschmeißen? Das sieht aber alles ganz ordentlich aus. Passiert, wenn man eine gerade schmeißt, fliegt die runter und die fliegt hoch. Ah. Ich gehe mal davon aus, dass das noch der fehlende Part war. Wir schauen uns das mal an. Noch ein Spuckvieh. Irgendwas habe ich doch bestimmt vergessen, oder? Ich vielleicht doch erst Power, bevor ich den hier anmachen kann. Ja, jetzt bin ich doch mal ein bisschen ratlos gerade. Da unten ist aber auch nichts mehr sonst gewesen. Ja, probieren wir erstmal was anderes zu aktivieren. Vielleicht fehlt der Türsteuerung ja auch irgendwie Strom, keine Ahnung. Klingt nicht sonderlich plausibel, aber. Diese hochauflösenden Anzeigen. Aber sie stehen alle auf Null. Das könnte ein Zeichen sein. Der Schalter, das rote, nee. Ah, hell. Ich
man könnte die Kiste zu fressen geben. Aber das war offensichtlich nicht der Fall. Das ist eine Leiter an der Seite, das fährt nichts hoch, wenn man da... Oh doch, da kommt was. Dann nehmen wir den Fahrstuhl. Schubidu. Oh. Okay, das funktioniert jetzt mäßig gut. Dem sind wir ja noch ganz knapp entkommen. Ah, you have one of the new ATV suits. That should be very useful. Bestimmt. It appears the containment system has completely failed. Ja, den Part haben wir schon mal gehört. The dimensional breach is definitely transmitting organic matter. I hope no one expects me to start up the generator. Smithers went down there and never came back. Ist das mit das? Ein LCV-Suit ist natürlich nur sinnvoll, wenn er auch Energie hat. Was jetzt gerade offensichtlich nicht der Fall ist. Von wo? Von oben? Von unten? Ah ja, von da unten. Da kümmern wir uns gleich drum um den kleinen Racker. Tod Nummer 5, wenn ich richtig zähle. Dann lade ich halt, wenn du nicht laden willst. Oh. Machen wir vorher einen anderen Autosave. Autosave. Ja, nehmen wir den hier. Ach, den haben wir schon erschossen gehabt. Na gut, da wir jetzt aber schon die halbe Stunde überschritten haben. Und es einen neuen Puzzle-Part gibt. Und ich den letzten auch noch nicht ganz verstanden oder gelöst habe. Mache ich hier erstmal einen Cut. Und weiter sehen wir uns dann in Part 4. Tschüss.